Hallo miteinander! In diesem Video zeige ich dir, wie du deiner Katze beibringen kannst, sich auf Kommando zu drehen. Du benötigst pro Trainingsintervall 10 Leckerli, einen Klicker und deine Katze. Du solltest jedoch nicht mehr als 3 Trainingsintervalle an einem Tag durchführen. Setz dich in einen ruhigen Raum mit möglichst wenig Ablenkungsmöglichkeiten vor deine Katze. Klicker in der einen, Leckerli in der anderen Hand. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Nimm dir eines der Leckerlis und halte es deiner Katze vor die Nase. Jetzt versuchst du mit Hilfe des Leckerlis deine Katze einmal im Kreis zu führen. Bei Aiden hat es außergewöhnlich lange gedauert, bis er aufgestanden ist, um dem Leckerli zu folgen. Also lass dich nicht entmutigen. Wenn deine Katze sich also einmal im Kreis gedreht hat, klickst du und gibst ihr unmittelbar danach das Leckerli. Das übst du, bis die 10 Leckerli verbraucht sind oder deine Katze kein Interesse mehr am Training zeigt. Wichtig ist, dass du immer erst dann klickst, wenn deine Katze sich einmal vollständig gedreht hat. An dieser Stelle noch eine kleine Warnung. Es kann sein, dass deine Katze versucht, durch den Einsatz ihrer Krallen an das Leckerli zu kommen. Versuch das zu ignorieren, dann lernt deine Katze mit der Zeit, dass sie so nicht an den Leckerbissen kommt und wird dies dann in Zukunft unterlassen. Wenn es dir aber doch zu unangenehm werden sollte, kannst du während des Trainings auch ein paar dicke Handschuhe tragen. Im nächsten Trainingsintervall, der erst einige Stunden nach dem vorherigen stattfinden sollte, nimmst du dir wieder 10 Leckerli. Wiederhole nun das Vorgehen aus dem ersten Training. Deine Katze folgt dem Leckerli, hat sich einmal vollständig gedreht, du klickst und gibst dir sofort nach dem Klick das Leckerli. Mit der Zeit wird deine Katze dem Leckerli immer zuverlässiger und auch schneller folgen. Wenn du dir zu 90% sicher bist, dass deine Katze gleich das gewünschte Verhalten zeigen wird, kannst du, wie im hier verlinkten Video, ein Kommando einführen. Den Link hierzu findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe bei Aiden nach dem zweiten Trainingsintervall das Leckerli nicht mehr zwischen den Fingern gehalten, sondern habe Aiden meinem Zeigefinger folgen lassen. Mit jedem Trainingsintervall habe ich meine Hand dann ein Stück höher gehalten, wodurch sich dann das hier zu sehende Zeichenkommando entwickelt hat. So, das war's auch schon von meiner Seite. Wenn dir jetzt noch irgendetwas unklar ist oder du sonst noch Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten links kommst du zu meinem letzten Video und unten rechts zu meiner Trick-Playlist.